Hallo, die lange Nacht der Demokratie als bundesweite Veranstaltung ist dieses Jahr leider abgesagt. Aber sollten wir die Demokratie verschieben? Wir glauben nicht, denn gerade in Krisenzeiten braucht man einen starken demokratischen Zusammenhalt. Aus diesem Grund wollen wir als Volkshochschule einen Abend mit Ihnen der Demokratie widmen. Am 2. Oktober ab 18 Uhr erwartet Sie ein buntes Programm in der Volkshochschule Coburg in der Löwenstraße 15. Der Programmbereich Sprachen mit seinen Kursleitern präsentiert ganz nach dem Motto Sprachen verbinden Menschen viele Länder. Mit Mitmachaktionen lernen Sie Menschen, Land und Kultur kennen. Frederik Leberle, Schauspieler am Landestheater Coburg, nimmt Sie mit auf eine literarische Reise durch Europa. Mehrmals am Abend wird er aus Werken europäischer Schriftsteller lesen. Und es gibt eine Kunstaktion, bei denen Sie Buchstaben zu Wörtern formen können. Das sind nur drei Beispiele. Auf alles andere können Sie sich freuen. Natürlich herrschen an diesem Abend strenge Corona-Auflagen, weshalb auch nur eine begrenzte Teilnehmerzahl kommen kann. Sie müssen sich persönlich vorher anmelden. Bis 1. Oktober können Sie das machen. Bei mir, Laura Göldner, unter der E-Mail-Adresse laura.göldner@vhs-coburg.de oder 09561882570. Wir freuen uns auf Sie und gemeinsam werden wir der Demokratie einen schönen Abend machen.